Einen wunderschönen guten Abend, liebe Elisabeth. Hallo Franziska, ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht es super. Wie geht es dir denn? Ebenfalls super. Ich begrüße dich ganz herzlich in dieser Runde und bedanke mich bei dir für deine Zeit, mit mir ein bisschen über die Frage Kulturschaffende und Corona zu diskutieren. Und bevor wir damit anfangen, ein herzliches Willkommen auch an allen anderen, die uns gerade zuhören und zugucken. Und vielleicht sagen wir am Anfang nochmal so ein ganz bisschen was dazu, wie wir beide eigentlich zusammenkommen und was du so machst. Elisabeth Motschmann ist nämlich die einzige Bundestagsabgeordnete der Union aus Bremen, aus unserem Nachbar-Hansestadtverband. Und eine mir sehr liebgewordene Kollegin im Bundesvorstand der Frauenunion. Und aber es ist eigentlich immer netter, finde ich, wenn man ein bisschen Sätze zu sich selber sagen darf. Und insofern freue ich mich ganz kurz, Elisabeth, wenn du ein bisschen was über dich erzählst, bevor wir inhaltlich anfangen. Ja, sehr gerne. Also ich habe im Gegensatz zu dir ein langes politisches Leben hinter mir. Ich habe in Schleswig-Holstein, eigentlich in Hamburg begonnen mit der Jungen Union. Dann bin ich nach Schleswig-Holstein gewechselt und 87 nach Bremen, 1987. Und in Bremen habe ich unterschiedliche Funktionen wahrgenommen. Ich war immerhin, 22 Jahre stellvertretende Landesvorsitzende. Und ich bin 1991 in die Bürgerschaft gekommen und war 2 Legislaturperioden stellvertretende Fraktionsvorsitzende, dann 2 Legislaturperioden Staatsrätin für Kultur, Sport und stellvertretend für Inneres und auch Wirtschaft in unterschiedlichen Zusammensetzungen der Senatsressorts. Und bin dann wieder zurück in die Bürgerschaft, weil wir nicht mehr nach 12 Jahren nicht mehr in der Regierung bleiben konnten. Koalition war beendet, Rot-Grün hat übernommen. Und dann bin ich 2013 in den Bundestag eingezogen. Und da bin ich seit knapp 4 Jahren Sprecherin für Kultur und Medien und auch im Auswärtigen Ausschuss, was mir auch großen Spaß macht, obwohl vieles nicht spaßig ist. Wir sind ja zum Beispiel zuständig für die Auslandseinsätze der Bundeswehr, federführend. Alle denken immer, Verteidigung ist das. Das ist aber nicht so, sondern federführend ist der Auswärtige Ausschuss und mitberatend ist der Verteidigungsausschuss. So, dann habe ich mich immer für die Frauen eingesetzt, immer natürlich für mein Bundesland Bremen. Und jetzt scheide ich aus dem Bundestag, aber Teile von meiner Arbeit werden bleiben, neue werden hinzukommen. Ich bleibe in jedem Fall in Berlin und kann dann in dein Büro kommen und dich besuchen und mal gucken, was du treibst. Und dann kriege ich hoffentlich einen Kaffee. Immer. Und insofern freue ich mich eigentlich, dass wir weiter zusammenarbeiten können, dann in Berlin, ein bisschen andere Konstellation, umgedreht. Du im Bundestag, ich von draußen. Und werde schreiben, werde mich für die Bereiche weiter einsetzen mit Politikberatung, Kommunikation, die ich bisher auch, die meine Leidenschaft sind und bleiben. Und das kann man gar nicht aufhören. Und inzwischen bin ich auch ganz gut unterwegs in den sozialen Netzwerken, allerdings mit Hilfe meiner Mitarbeiter. Jetzt muss ich mal gerade meinen Mann bitten, das Handy auszumachen. Das stört mich nämlich. So, der hat da irgendwie irgendwas, hört er sich da an. Und bin ich natürlich noch voll im Amt bis zum letzten Tag. Das ist selbstverständlich. Ich lege nicht den Griffel vorzeitig hin, sondern mache mit gleicher Leidenschaft jetzt etwas anders Wahlkampf zugegeben. Aber trotzdem meine Arbeit als Kultursprecherin und Mediensprecherin, die läuft und die muss auch laufen, weil
da gibt es große Not, viele Fragen und viele Anfragen. Es gibt auch viele Presseanfragen, viele Interviewanfragen, die ich eben alle noch bediene. So viel vielleicht. Ich habe 3 Kinder und 9 Enkelkinder und einen total netten Mann, der mich sehr unterstützt seit Anfang meiner politischen Arbeit und jetzt natürlich immer noch. Und ja, so viel vielleicht. Ich bin sehr zu Hause auch in Hamburg. 2 Kinder wohnen zwar nicht, die wohnen gerade auf der anderen Straßenseite, also in Schleswig-Holstein, aber in Wohltorf und Aumühle, ist noch angebunden an die S-Bahn. Ich bin groß geworden in den Elbvororten, in Nienstedten, da zur Schule gegangen, da Abitur gemacht, an der Hamburger Uni mein Studium gemacht. Und von daher ist mir Hamburg natürlich total vertraut. Und ich war jetzt, glaube ich, auch letztes Wochenende bin ich mal durch Hamburgs Innenstadt gebummelt, weil die Geschäfte sind dann doch noch mal ein bisschen attraktiver als die, die ich in Bremen habe oder auch in meinem jetzigen Erstwohnsitz in Schleswig-Holstein. Eine unglaublich beeindruckende Vita, wie ich finde, und einen total spannenden auch politischen Werdegang. Also auch immer so dieser Wechsel zwischen Bürgerschaft und dann Senat in der Exekutive sozusagen. Und dann, ja, aber auch der Switch in den Bundestag und auch themenartig sozusagen finde ich das total spannend. Und gerade in dieser Corona-Zeit, das wissen ja eigentlich auch alle, dass ich mit einem Kirchenmusiker verheiratet bin und gerade Kirchenmusik einfach unglaublich viel mit Solo-Selbstständigen arbeitet. Also ich weiß, dass und wir natürlich viele Kontakte haben, auch zu den Profi-Orchestern und Profi-Chören. Auch denen ging es irgendwie schlecht, aber gerade die Solo-Selbstständigen, Musikstudierende, so also die sich in der Ausbildung befinden oder die sich in dem Zulauf zu einer solchen Ausbildung befinden, haben ganz viel Rat bei meinem Mann gesucht und gefragt, was meinst du denn, wie es jetzt weitergeht? Wir haben natürlich selber relativ viel geplant gehabt, was wir jetzt alles geschoben haben. Und insofern fand ich es für uns thematisch nahe, dass gerade wenn wir uns auch ansonsten so gut kennen und verstehen uns mal über die Frage unterhalten, was macht eigentlich die Bundesregierung und der Bundestag für die Kulturschaffenden? Weil ich glaube auch, und das ist ja auch ein Teil deiner Arbeit, auch jetzt, darüber zu berichten, was haben wir eigentlich doch alles auch geschafft. Also natürlich ist Wahlkampf auch immer dafür da, zu gucken, was wollen wir in Zukunft machen, aber auch ja schon auch ein Zeitpunkt, um mal zu sagen, es ist auch ein Abschluss einer Arbeitsperiode, wo wir Dinge abgearbeitet haben, die wir uns vorgenommen haben und wo wir unsere Arbeit ja auch einfach gemacht haben. Und gerade heute habe ich dann gedacht, ach Mensch, der Tag hätte nicht besser sein können mit dem 35-Millionen-Paket, was heute verkündet worden ist für die Solo-Selbstständigen und Chöre und so weiter. Also vielleicht kannst du mal einen Abriss geben, wie geht es dir als Kultursprecherin in dieser Corona-Zeit? Was prasselt da auf dich ein? Du hast sicherlich einen sehr engen Draht zu Monika Grütters als Staatsministerin im Kanzleramt und das finde ich einfach ein ganz spannendes Thema. Also ich habe von Beginn an, aber grundsätzlich auch, einen sehr engen Draht zu den Kreativen, zu den vielen Künstlerinnen und Künstlern, Musikern. Ich habe ja selber einen sehr musikalischen Sohn und ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich in der ersten Sitzung des Kulturausschusses, das war, meine ich, im April 2020, da habe ich schon die Fahne gehoben für die Solo-Selbstständigen und habe gesagt, es kann nicht sein, dass wir für die nur das Angebot erleichterter Zugang zu Hartz IV, dass wir das machen. Das war ja zunächst mal die einzige Möglichkeit. Und ebenso die freien Orchester waren auch sofort auf meiner Agenda, nicht nur, weil Bremen die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat, eins dieser freien Orchester, aber es gibt genauso das Ensemble Modern in Frankfurt, das Freiburger Barockorchester, Mahler Chamber, also da ließen sich etliche aufzählen. Ensemble Resonanz in Hamburg. Genau,
Und genau, und die natürlich anders als die Staatsorchester, die ja sofort in die Kurzarbeit gegangen sind. Manche Länder wie Bremen haben sofort aufgestockt auf 100%. Das ist dann in Anführungsstrichen komfortabel. Auch die haben gelitten, dass sie nicht spielen konnten. Das ist ja das ganz Entscheidende. Die finanzielle Seite ist immer das eine, aber die fehlende Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten und das zu tun, was Leidenschaft ist, was Beruf ist, Berufung ist, das hat eben doch viele sehr unglücklich gemacht. Und wir haben dann doch sehr viel Geld erstritten für den Kulturbereich. Monika Grütters an der Spitze, aber wir als Fraktion eben auch oder vor allem die Kulturabgeordneten, dass wir sofort im letzten Jahr 1 Milliarde zusätzlich bekommen haben für die Probleme der Pandemie, dass wir in diesem Jahr erneut 1 Million zu, 1 Milliarde, Entschuldigung, 1 Milliarde letztes Jahr, 1 Milliarde dieses Jahr. Das heißt insgesamt in der Zeit der Pandemie 2 Milliarden zusätzlich. Und wenn man bedenkt, dass der Normalhaushalt in einem Jahr von BKM, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, knapp 2 Milliarden bedeutet, dann haben wir jetzt innerhalb von einem Jahr doppelt so viel. Das muss ja auch alles administriert werden. Also dafür gibt es ja nicht jetzt eine Vielzahl von zusätzlichen Mitarbeitern. Aber das hat Monika Grütters wirklich super gemacht und super organisiert, dass sie eben teilweise in die Fonds die Gelder gegeben hat, die viel näher dran sind, Musikfonds, Theaterfonds, dann natürlich der Film, den wir sehr unterstützen, die Kinos, die schwerst leiden, übrigens schon vor der Pandemie gelitten haben. Aber für alle gibt es Sonderprogramme, alle aufgeführt auf der Homepage von BKM, also der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, wo man das dann im Detail nachlesen kann. Aber du hast recht, wir haben wirklich gezielt in die Branchen Geld gegeben. Trotzdem haben wir natürlich auch nicht alle berücksichtigen können, nicht alles berücksichtigen können. Und auch der Ausfallfonds, was ja gut ist, dass wir ihn haben, dass wenn pandemiebedingt Veranstaltungen ausfallen, dass man dann auf diesen Fonds zurückgreifen kann. Das ist schon sehr positiv. Oder wenn man wegen einer geminderten Besetzung, Publikumsbesetzung, also die Kinos, die Theater, die Konzerthäuser, die dürfen ja nicht mit 100% da sitzen, sondern eben nur mit 30 oder 50%, unterschiedlich in den Bundesländern, was ich übrigens mich manchmal zur Wut getrieben hat, aus folgendem Grund. Beim Sport geht alles. So, auch was die Einreisebedingungen anbelangt und Ausreisebedingungen, das spielt ja im Kulturbereich auch eine große Rolle. Die internationalen Künstler, wir wollen sie doch haben und hierher holen. Und die sollen dann in Quarantäne gehen, aber im Sport ist das alles, beim Fußball ist das alles kein Problem. Also es ärgert einen schon. Und da habe ich auch viele Briefe geschrieben. Ich kann ja dann auch sehr hartnäckig sein, musst du übrigens auch, wenn du was willst, kämpf darum und lass nicht locker und nerv, wer auch immer dann Verantwortung trägt. Das kann ich nur als guten Rat weitergeben. Fällt nichts vom Himmel. Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Also, das ist mir, also auch diese Frage der Parallelität zum Sport ist tatsächlich auch was, was mir gerade auch in den letzten Tagen nochmal aufgefallen ist. Ich weiß, dass das Bundesjugendorchester gerade eine Probenphase hat in der Nähe von Würzburg und eine Konzertreise anschließt. Man wollte auch nach Moskau und hat das alles schon vororganisiert. Das hat ja immer einen vielen Vorlauf, wenn man mit so einem großen Klangkörper reisen muss und so vielen Menschen und hat fünfstellig Geld in die Hand genommen. Und dann war in der Zeit aber Russland Hochrisikogebiet und ist deswegen dann doch abgesagt worden. Jetzt fahren sie eben doch nicht nach Moskau.
Also das ist tatsächlich, wenn man sich den Sportbereich anguckt, eine ganz andere St. Diskussion. Petersburg war doch auch die Europameisterschaft Fußball, wenn ich richtig weiß. Und da waren sie doch alle. Genau, also das ist, glaube ich, schon was, wo es gut ist, wenn man jemanden wie dich hat, der da hartnäckig Lobbyarbeit für macht und was man an dieser Stelle auch mal sagen muss und sagen soll, weil das schon wirklich irgendwie untergeht in dem großen auch Medienecho, den eher dann auch doch der Sport im Vergleich mit der Kultur an der Stelle hat. Wir haben ein paar Menschen, die uns hier zugucken und wir streamen das ja auch auf Facebook. Wenn es eine Frage gibt, dann einfach gerne die Chat-Funktion bzw. die Kommentarfunktion nutzen. Patricia wird mich dann darauf aufmerksam machen, dass ich da mal eine Frage weiterreichen muss. Nur an der Stelle nochmal eine herzliche Einladung. Was glaubst du denn, Elisabeth, wie nimmst du das wahr bei den Kulturschaffenden selber? Haben die jetzt sozusagen über die Sommermonate, wo jetzt mehr möglich war, so einen Motivationsschwung erlebt oder sind da viele resigniert und haben sich beruflich sogar umorientiert? Also es gibt tatsächlich einige, die sich beruflich umorientieren mussten, wenn sie eine Familie ernähren müssen, Frauen, Kinder oder eben dann, wobei das klingt so nach veraltetem Familienbild, das können ja auch die Frauen verdienen, machen sie ja auch. Aber da gibt es welche, die in die Pflege gegangen sind, die in den Supermarkt gegangen sind, leider, leider, leider. Aber die meisten, Gott sei Dank, die Kreativen, die Künstlerinnen, Künstler sind ja so, wie sie sind und ich liebe sie dafür, die lassen sich so schnell nicht unterkriegen und die haben gekämpft und die haben wirklich auch sich bei uns gemeldet, worüber ich total dankbar war. Denn man muss ja auch die Nöte, wenn man in Berlin ist, aufspüren und wir haben viele runde Tische gemacht, wo wir dann auch über diese Probleme gesprochen haben. Ich sie dann natürlich eins zu eins auch weiterleite an Monika Grütters, sodass wir immer auch wussten, wo der Schuh am meisten drückt und da dann auch alle Register gezogen haben, die wir ziehen konnten. Aber letztlich muss man sagen, wir konnten nur lindern. Wir können nicht ausgleichen, was den Kreativen verloren gegangen ist. Ich will nur mal eins auch sagen. Die haben im letzten Jahr noch ihre GEMA-Gebühren bekommen. In diesem Jahr bekommen sie sie nicht, weil letztes Jahr alles ausgefallen ist und erst jetzt wieder langsam alles anläuft. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Aber wir haben nicht, also mir ist kein einziger Hotspot in einem Konzertsaal oder in einer Kulturkirche oder bekannt, auch nicht in Kinos. Sie haben alle vorbildlich die Hygienevorkehrungen getroffen, haben dafür auch Investivgelder bekommen von BKM, also was da so nötig war vor Ort. Und das war ja manchmal auch nicht wenig. Und ich glaube, die haben mehr Luftfilter angeschafft als die Schulen. Nur mal so nebenbei. Ich bin fassungslos, dass nicht nach diesem Sommer alle Schulen mit Luftfiltern, ob nun fest eingebaute oder mobile, ist doch völlig egal. Dann kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, also mobile darf man nicht, aus welchen Gründen erschließt sich mir zwar nicht, aber egal. Jedenfalls, wir haben leider viele Schulen in allen Bundesländern, die nicht vorbereitet sind auf die Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Und ich glaube schon, dass wir mit steigenden Infektionen rechnen müssen, jetzt nach der Ferienzeit, mit Tests und ohne Tests, egal. Sie werden ins Land kommen mit dem Delta-Virus und es wird wieder hochgehen. Und wenn es kälter wird, wird es nochmal wieder hochgehen. Trotzdem bin ich guten Mutes, dass aufgrund der doch relativ hohen Impfquote, 62% sind mindestens erst geimpft in unserem Land und weiß ich nicht, 48 mit beiden, also rund die Hälfte der Bevölkerung ist komplett mit beiden Impfungen versehen. Und jetzt müssen wir noch, die Kinder sollen ja nun ab heute auch ein Impfangebot bekommen in den Schulen.
Angebot, keine Pflicht. Das ist auch richtig. Das müssen Eltern und Schüler selber entscheiden. Aber wenn ich so denke, das Risiko einer Infektion und das Risiko einer Impfung, dann würde ich persönlich mich immer für die Impfung entscheiden. Aber das kann man nur für sich persönlich sagen. Aber so viel dazu. Also ich bin zuversichtlich, verhalten zuversichtlich, dass wir nicht die Schließungen bekommen, die wir letztes Jahr hatten. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es auch weiterhin Einschränkungen geben kann, auch gerade in der Winterzeit. Hoffentlich nicht zu stark. Wir brauchen die Kultur, wir brauchen die Musik, wir brauchen auch die Clubs zum Beispiel. Die haben schwer gelitten, weil die natürlich auch von der Nähe leben. Klar. Aber mit denen haben wir gesprochen. Das sind Privatunternehmen und die gehen in die Knie, wenn die nicht arbeiten können. Und das ist schon bitter, bitter schwer. Also ja, und natürlich, also als jemand, der ansonsten, wenn er nicht Politik macht oder arbeitet, sehr viel Musik macht, das ist auch natürlich, also da hast du ja vorhin schon gesagt, also die finanzielle Seite, das ist ja die lebensnotwendige eine. Aber wer sich als Künstler für den Künstlerberuf entscheidet, der macht das nicht, weil er meint, er verdient damit unglaublich viel Geld. Und das tut man da eigentlich nicht, sondern weil er einfach fürs Musikmachen, Schauspielen oder eben für die Kultur lebt. So. Und man braucht mindestens so sehr das Praktizieren und miteinander Kultur machen, ob es Musik ist oder was anderes, wie es vor Publikum auch dann irgendwann zur Aufführung zu bringen. Aber alleine das Miteinander tun ist ja überhaupt schwerlich möglich. Also heilsam für die Seele, ist doch klar. Ja. Was spielst du für ein Instrument? Na, ich singe ja ganz viel. Ach, du singst, ich spiele Geige. Aber ich spiele auch Cello und Klavier, aber hauptsächlich singe ich. Ja, ja, aber du wirst sehen, die Politik nimmt dir die Zeit für das Üben. Das ist jetzt, also du kennst doch den alten Musikerspruch, wer übt, fällt den anderen in den Rücken. So, also da muss man sich dann das suchen, was dann irgendwie noch geht. Aber also ich kann mal sagen, Chorsingen mit Plexiglasscheiben zwischen den Sängern ist nicht das Gleiche wie normales Chorsingen. Und selbst oben unter freiem Himmel mit 3,5 Meter Abstand zwischeneinander ist schon was deutlich anderes als eine normale Chorprobe. Und das muss man schon, also man kommt damit irgendwie so klar. Aber das ist alles maximal eingeschränkt. Ja, ist doch klar, ist nicht schön. Und gut, aber die Ehrenamtlichen können immer noch sagen, wir haben ja noch einen Beruf, der uns am Leben erhält, aber diejenigen, die davon abhängig sind, im ganz normalen, positiven Sinne, klingt so negativ, abhängig sein, ja klar, die haben Kinder, die brauchen Dach über dem Kopf und die brauchen selbstverständlich, müssen die Miete zahlen und sie oder genau. Eine Wohnung abbezahlen und Lebensunterhaltungskosten und so, die müssen ja irgendwie reinkommen. Und es gibt zwar Spitzenverdiener bei den Musikern oder bei den Künstlerinnen und Künstlern, also um manche müssen wir uns nicht sorgen. Ich habe vorhin irgendwie Anna Netrebko gesehen, da mache ich mir jetzt keine akuten Sorgen. Oder ja. Schauspielerinnen wie Maria Furtwängler, das ist nicht das Problem. Aber das Problem sind im Grunde diejenigen, die in Anführungsstrichen normal verdient haben. Es sind noch nicht mal die immer schon mit ganz wenig zurechtkommen, die das vielleicht auch als Nebenerwerb machen, den künstlerischen Beruf. Aber die in den Orchestern, die da in den freien Orchestern, das sind ja Spitzenorchester, die ich vorhin genannt habe, die haben ja gut verdient. Und die haben nicht so zusätzlich noch Privatunterricht gegeben und. Mucken, wie man das nennt. Wenn genau, Mucken und Unterricht hauptsächlich so. Und das ging ja beides nicht oder geht auch beides nur eingeschränkt. Ja, ja. Und dann, also da, schön finde ich aber für die, dass man ein Stipendium beantragen kann bei Monika Grütters. Wir wollten ein bisschen in die Zukunft auch organisieren und finanzieren, dass wir jetzt nicht irgendwie Gelder ausschütten und damit Löcher stopfen, sondern wir wollten auch motivieren,
im Beruf zu bleiben, ein Projekt sich vorzunehmen und dafür ein Stipendium auszuloben. Manche Bundesländer haben ja, ich glaube in Berlin, haben sie dann 5.000 Euro den Künstlerinnen gegeben. Das war dann ganz schnell erschöpft, dieser Topf. Aber das ist gar nicht so gut. Ich finde es schöner, wenn man Monat für Monat in ein Stipendium finanziert, sodass auch jemand sich, wie auch immer, künstlerisch weiterentwickeln kann und dafür dann so ein Stipendium beantragen kann. Aber all das kann man, wie das geht, das kann ich hier jetzt natürlich nicht im Detail erklären, aber man kann das auf der Homepage von BKM finden und da kann man auch die Möglichkeit finden, wie man eben als Kreativer, als Künstler, als Künstlerin an die Gelder kommen kann. Und wir assistieren dann. Wie ist denn das Zusammenspiel in dem Fachausschuss? Wie muss ich mir das vorstellen? Also man hört ja irgendwie immer, also man kann ja Karl Lauterbach fast in jedem Abend in irgendeiner Talkshow sehen mit seiner Fachmeinung. Der ist ja aber nicht mal Fachpolitiker der SPD-Fraktion für Gesundheit. Das ist ja eine andere Kollege. Aber wie ist denn da das Zusammenspiel auch mit den anderen Fraktionen im Bereich Kultur? Da muss ich sagen, das ist sehr gut. Denn es gibt hier nicht die ideologischen Kämpfe und Auseinandersetzungen. Also man wird erleben, dass der eine sich ganz stark für den ländlichen Raum zum Beispiel einsetzt. War auch für mich ein ganz wichtiges Thema. Oder dann bei der SPD ganz stark für die Kinos. Aber wir sind ja überhaupt nicht gegen die Kinos, sondern also wir hatten da eigentlich wenig Kontroversen. Ich sag mal, mit der AfD, darüber rede ich gar nicht. Bei den Linken gibt es dann schon auch Unterschiede, aber selbst da war viel Gemeinsames, muss man sagen. Das ist unterschiedlich in den verschiedenen Ressorts. Also bei Sport ist es übrigens auch so. Die sind sich immer alle einig, über die Fraktionsgrenzen hinaus. Aber es gibt dann natürlich Felder, wo es doch deutliche Unterschiede gibt. Inneres. Nenne ich mal, Verteidigung. Da geht es um den Verteidigungshaushalt. Wollen wir die 2%, die wir versprochen haben in Wales beim NATO-Gipfel, oder wollen wir sie nicht? Wir sagen ja und ich sage, versprochen wird nicht gebrochen. Dann gibt es bei Wirtschaft ganz große Unterschiede, bei Haushalt und Finanzen, bei Steuerfragen natürlich. Mhm. Da liegen dann schon auch zwischen den Fraktionen die Unterschiede. Aber jetzt kann ich wieder positiv sagen, dass die Frauen über die Fraktionsgrenzen hinweg eine sehr gute Verbindung haben und manches auch sich da auch Bälle zuspielen, damit es von allen Seiten dann kommt. Und das wünsche ich dir auch, wirst du aber mit Sicherheit toll machen, dass man eben diese Brücken auch zu den Frauen anderer Fraktionen baut, um dann eben auch an bestimmten Stellen, zum Beispiel was das die Wahlrechtsreform anbelangt, die ist ja unvollendet, die dafür sorgen müsste, dass wir mehr Frauen in den Bundestag bekommen. Also ich fürchte, es werden eher weniger als mehr in der nächsten Legislatur. Ich bin da sehr gespannt. Das muss man abwarten. Wir haben jetzt 21% bei der CDU. Das ist, finde ich, blamabel. Nur schlechter ist die AfD mit 10%. Aber der Gesamtfrauenanteil im Bundestag ist eben 31%. Und auch das kann uns nicht zufriedenstellen, dass die Frauen Quote im Grunde durch die linken Parteien zustande kommt und wir dazu eben relativ wenig beitragen. Du hast ja dann zwei Ausschüsse, die doch sehr diametral unterschiedlich auch in der Arbeitsweise zu sein scheinen. Also weil außen ist ja auch was, wo man sich eigentlich ja traditionell nicht einig ist über Fraktionsgrenzen hinweg. Nun ist, finde ich, auch der Außenminister ein sehr kapriziöser Minister mit eher so allürenhaftem Verhalten und nicht so
wie soll ich das mal sagen, einem Einenden, wie es eigentlich ansonsten ja bei den Außenministern üblich war. Das ist doch diametral anders als deine Arbeit im Kulturausschuss, oder? Das ist anders, aber das ist ja auch gerade das Spannende. Also ich meine, wer möglichst wenig Arbeit haben möchte und irgendwie keine Unterschiede aushalten möchte, der muss solche Fächerkombinationen, würde ich jetzt fast, hätte ich fast gesagt, nicht wählen. Aber mir hat, also in der ersten Legislatur von 13 bis 17 war eben Steinmeier der Außenminister. Und der war ein sehr, sehr guter Außenminister. Ich bin jetzt auch gerade noch mal mit ihm in Israel gewesen vor Monat. 3 Wochen, ich habe es gesehen. 3 Wochen, ja. Und ich war mit ihm auch mehrmals in Afrika, in verschiedenen Ländern. Und habe ihn da natürlich sehr erlebt in seiner in Aktion im Außenbereich glänzend. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich habe mir auch immer die Freiheit genommen, wenn andere Fraktionen was gut machen, dann soll man es auch sagen. Und wir sollen auch sagen, wenn sie was schlecht machen, und schon alle mal im Wahlkampf, müssen wir uns natürlich kritisch auseinandersetzen. Aber ich meine, wenn die Baerbock jetzt heute, lese ich das, dass sie Gesetze ändern will, aber um sie alle zu gendern, dann sage ich, hast du keine anderen Sorgen. Ja, also das ist nur wirklich, und Frauen ganz nebenbei haben auch ernstere Sorgen und Probleme als die Genderei. Ja, so. Also genau. Wir werden immer noch schlechter bezahlt. Wir sind schlecht repräsentiert in fast allen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist ja nicht nur in der Politik so. Guck dir doch die Gewerkschaften an, das ist ja nicht besser. Oder gucken wir uns mal die Medien an, da bin ich ja auch zuständig. Das ist auch nicht besser. 20% Frauen sind vor oder hinter der Kamera. Das ist schon, oder bei den Filmen nimmt das mit zunehmendem Alter übrigens ab. Das ist alles ja fast peinlich. Aber gut, da gibt es noch viel für dich zu tun für die nächsten also Abgeordneten. Und wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Wir haben eine Menge geschafft, finde ich jedenfalls, auch im Kulturbereich. Ich habe auch speziell für Bremen viel tun können. 40 Millionen für unser Konzerthaus. Da können wir euch dann mit einer, wenn auch nicht ganz so großen, großen Konzerthaus wie die Elbphilharmonie. Wir machen dann eine Weserphilharmonie, eine etwas kleinere, aber sehr feines, ganz tolles Konzerthaus. Und für andere Sachen, Denkmalschutz zum Beispiel, auch für Bremerhaven und für die Wissenschaft, als Abgeordnete deines Wahlkreises musst du ja sehen, dass du auch dich um alle Themen im Wahlkreis kümmerst, ja, auch wenn du in Berlin dich spezialisierst. Und du kannst natürlich, wenn du in ganz anderen Feldern bist, trotzdem versuchen, für die Kultureinrichtungen Geld zu holen, wenn es Denkmalschutzprojekte in deinem Wahlkreis geben sollte, Geld zu holen. Oder für den Straßenbau, wenn er denn bedeutsam genug ist. Hätten wir was, ja. Ja. Oder es gibt auch bei Bau dann ein Programm für national bedeutsame Bauten. Ich habe das alles erst so nach und nach mir erarbeitet und aufgespürt, weil auch es gibt viele Kollegen, die dann von ihrem Herrschaftswissen ungern abgeben und ein wenig vorbereiten, weil sie natürlich Sorge haben, dass die Töpfe dann immer mehr ausgeschöpft werden. Aber ich habe das anders gehandhabt. Ich bin auch in andere Wahlkreise gefahren und habe mir Denkmalschutzprojekte angeguckt oder auch andere Kulturprojekte, und tue das übrigens immer noch und habe nach wie vor Termine. Ich fahre zu einem Musikfestival in die Oberlausitz, und da wird es eine Podiumsdiskussion geben. Und irgendwie soll ich nach Ulm, und dann wurde ich wiederum gefragt, auch von dem Präses der Evangelischen Kirche, ob ich mit zum Brandenburger Dom fahre, weil der hochsanierungsbedürftig ist. Mhm. Das
die ganze Dominsel. Und dann haben wir uns das angeguckt. Also ich habe mir das auch angeguckt, die Projekte, weil du auch dann ganz anders eintreten kannst, wenn du weißt, worüber du eigentlich redest. In der Landes- und Kommunalpolitik ist es irgendwie anders. Da gehst du an deinen Entscheidungen vorbei und siehst, wo Geld fehlt oder wo Geld bleibt. Aber wenn jetzt ein Kollege aus Worms sagt, hier, wir müssen den Dom sanieren, dann ist natürlich schöner, wenn du auch mal da warst und dir das anguckst. Wir haben eine Frage im Chat an dich, Elisabeth, zum Thema Film. Ich weiß nicht, ob du das auch sehen kannst, aber die Frage ist... Ja, dann tritt das deutsche Upload-Filtergesetz in Kraft. Viele Künstler gerade in der Corona-Zeit in den digitalen Räumen ausgewichen. Dort scheint ein solches Gesetz hinderlich. Wie stehen Sie dazu? Ja, das ist nun wirklich ein sehr spannendes Thema. Wir haben da erstens Hausaufgaben zu machen, die uns die EU aufgegeben hat. Also wir agieren da nicht im luftleeren Raum, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man einen Ausgleich schaffen muss zwischen den Nutzern auf der einen Seite und zwischen den Urhebern auf der anderen Seite. Denn wir reden auch hier über Eigentum. Es ist nicht materielles Eigentum, aber wir müssen natürlich das immaterielle Eigentum, das geistige Eigentum auch schützen. Und in dieser Balance muss man sich bewegen. Ich bin da, also kann man in der Politik eigentlich nie sagen, ich bin da irgendwie auf beiden Seiten, weil ich sehr wohl verstehe, dass die Nutzer ihre Interessen da durchsetzen wollen. Haben wir zum Beispiel innerhalb der eigenen Fraktion auch Auseinandersetzungen und Differenzen ausgetragen, weil es natürlich die Digitalpolitiker gibt, die dann eben für die komplette Freiheit sind. Und ich dann immer sage halt Stopp, wir müssen aber auch, der Künstler muss auch an seinen Werken verdienen. Dafür ist mein ureigenster Auftrag. Und das war doch die Diskussion, die wir im Europawahlkampf hatten, also mein Teenager nach Hause kam und gesagt hat, in der Schule sagen alle, die CDU will YouTube abschaffen. Das ist ja das, was daraus sozusagen übrig geblieben ist. Und wenn ich dann gesagt habe, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wenn jemand sich was ausgedacht hat, so will ich das mal in Einfachsprech sagen, dass dann nicht einfach von anderen geklaut und publiziert und veröffentlicht werden kann, ohne dass er dafür was bekommt. Das ist ja sozusagen, es fehlt da sowas wie die GEMA-Gebühren. Das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man etwas teilt, aber man muss daran ja dann auch irgendwie verdienen. Also wir wissen es von den Fotos zum Beispiel. Man kann auch nicht einfach Fotos von anderen oder schon gar nicht von Fotografen, die davon leben, einfach so mal auf die eigenen Netzseiten stellen, sondern man muss entweder bezahlen oder man muss denjenigen fragen oder man muss den Namen drunter schreiben. So. Also auch das ist geistiges Eigentum. Und natürlich ist auch das, was in Filmen passiert, was in der Musik passiert. Ich meine, mein eigener Sohn ist Komponist, ja, so. Und der muss schon auch darauf drängen, dass seine Urheberrechte gewahrt bleiben und er daran auch verdienen kann und nicht nur sozusagen die Profiteure dann die großen Netzbetreiber sind. Das geht nicht, das ist nicht gerecht. Und das hat uns ja auch letztlich Brüssel dann so diktiert und wir haben da einen Kompromiss gefunden und den sollten wir jetzt auch erstmal versuchen auszuprobieren. Also wir werden kein YouTube abschaffen können, kein Netflix, all das nicht. Das wird es alles weitergeben, aber es muss eben die Rechte müssen irgendwie gewahrt bleiben. Also ja, zumal irgendwie die Künstlerinnen und Künstler, die ins Internet ausgewichen sind, das ja aus unterschiedlichen Motiven getan haben. Ne? Die einen
haben so die Möglichkeit gehabt, mit dem Publikum in Kontakt zu kommen. Igor Levit hat das ja auch für andere Botschaften genutzt, das Thema Wohnzimmerkonzert, aber auch da war ja klar, das geht nicht unendlich ohne Einnahmen. Also insofern ist, glaube ich, auch das Ausweichen von Künstlerinnen und Künstlern ins Netz, in den digitalen Raum eine Möglichkeit gewesen, irgendwie weiter künstlerisch tätig zu sein und dem eigenen Drang sozusagen, ich möchte aber auch Kontakt zum Publikum und ich möchte was machen und was schaffen. Aber glaube ich auch nicht, dass, also ich kenne auch viele, die das gemacht haben, aber auch nicht darin, dass das immer so wollen, sondern denen fehlt einfach tatsächlich der richtige Kontakt. Und Kunst, egal ob Film, Musik oder Schauspiel, lebt vom direkten Kontakt mit den Menschen, ne? Und du musst das fühlen, du musst die Atmosphäre im Saal spüren, egal was du machst. So, also du kannst dich auch nicht als Schauspieler auf die Bühne stellen und es ist keiner da und du spielst es nur in eine Kamera, wenn du ansonsten Bühnenschauspieler bist. Schrecklich. Ja, das ist ganz schrecklich. Ich weiß auch, wie man auflebt. Ich war jetzt beim Schleswig-Holstein-Festival und ich war am nächsten Tag sogar bei einem Bremer Festival. Beides live, beides Open Air. Und wie erlösend es ist, mal wieder wirklich die Künstler in live und in Farbe zu erleben. Ist doch was anderes, als wenn ich hier eine CD abspiele oder wenn ich im Fernsehen, Netflix, YouTube oder so das alles auch haben kann. Aber das ist eben nicht das Gleiche. Und deshalb bin ich so froh, dass es jetzt auch wieder andersrum geht. Ja, das muss aus meiner Sicht auch wirklich so bleiben. Also ich glaube auch, dass die Gesellschaft die Teilnahme an Kunst braucht für die eigene emotionale Hygiene, klingt jetzt ein bisschen schräg, aber schon um nicht nur sich in den harten Auseinandersetzungen, egal ob beruflich oder in Diskussion oder wie auch immer, sozusagen so bleiben, sondern es brauchen alle den Ausgleich, so wie jetzt alle Urlaub gebraucht haben. Und alle es auch brauchen, dass sie mal in ein Café oder in ein Restaurant gehen können, um sich mit Freunden zu treffen, so braucht die Gesellschaft aus meiner Sicht eben auch Kultur. Das war ja an dieser Debatte, wer ist systemrelevant, ja immer so ein bisschen der Stein des Anstoßes, ne? Was heißt denn hier systemrelevant? Kultur ist auch systemrelevant. Ja, klar. Und das ist natürlich so. Und da braucht es dann natürlich Anwälte im politischen Alltag in Berlin. Und diese Anwälte sind die Abgeordneten, die im Kulturausschuss sind. Das sind die Anwälte für die Kulturschaffenden. Und was mich immer ein bisschen traurig gemacht hat, dass die viele Künstlerinnen und Künstler das gar nicht wissen. Und die sagen dann mal so vor sich hin in den Medien und so, da tut ja keiner was für uns und wir haben da keine Lobby und man lässt uns allein. Und also da ist sehr viel Kritik auch gekommen. Monika Grütters muss das an der Spitze aushalten, aber wir auch als Kulturpolitiker. Und da kann ich nur sagen, da muss man sich mal schlau machen, das lohnt. Denn da sind wirklich Abgeordnete, die sich massiv für diesen Bereich auch einsetzen. Gleiches gilt für andere Bereiche, sage ich gleich dazu. Und man wäre auch ein ganz miserabler Politiker, wenn man das nicht täte. Ich bin überzeugt, du wirst eine großartige Anwältin. Erstens für deinen Wahlkreis Wandsbek ist das, ne? Genau. Und zweitens für die Themen, die du dir aussuchst, beziehungsweise die du auch zugewiesen bekommen könntest in der ersten Legislatur. Kommt eben darauf an, wie ist der Run auf bestimmte Ausschüsse. Ist auch bestimmte Ausschüsse sehr groß. Aber es gibt dann immer ja, so wie ich, Leute, die ausscheiden und die müssen ja dann auch wieder ersetzt werden. Also spannend, wo du landest, aber wo immer du landest, du wirst einen brillanten Job machen, da bin ich so sicher. Ja? Ganz vielen Dank. Ja. Schon mal Probige. Außerdem hast du ja auch fleißig meine Mitarbeiter geworben, worüber ich mich sehr freue.
Und insofern kann ich dich auch da nur beglückwünschen. Das wird gut laufen. Vielen Dank. Ich hoffe auch sehr, wir sind ja alle sehr optimistisch, dass das hier so funktioniert. Die Aussichten sind sozusagen ja, sind ja sehr gut und mal gucken, wo wir dann am Ende landen. Ich glaube, dass jetzt gut ist, wenn die Sommerpause vorbei ist und wir jetzt noch mal ein bisschen Schwung holen für die letzten 8 Wochen. Die braucht es jetzt, glaube ich. Und dann Naja, gucken ihr seid ja durch mit den Sommerferien, mit wir. den Schulferien. Insofern kann bei euch ja nun wirklich volle Pulle der Wahlkampf laufen. In anderen Bundesländern, die haben gerade erst angefangen mit den Ferien, Bayern zum Beispiel, ist immer schwierig, nicht? Da sind viele halt weg. Und ich würde übrigens auch, wenn ich im Süden leben würde, meinen Urlaub sehr gerne in diesem Jahr im Norden verbringen, weil hier ist ja wirklich das absolut schönere Wetter. Ja, wir waren gerade 2 Wochen im Schwarzwald, hatten Ja. eine super Woche und eine wettermäßig eher gemischte Woche. Aber das stimmt, die haben da jetzt erst Ferien bekommen und bei uns geht am Donnerstag die Schule wieder los. Schleswig-Holstein und Mecklenburg haben heute begonnen. Also wir starten jetzt durch mit dem Wahlkampf und wie gesagt, ich hoffe, das Ganze nimmt jetzt nochmal ein bisschen positiv Fahrt für uns auf, aber bin da auch ganz optimistisch. Übrigens, ich wollte eigentlich letzten Samstag war ich in Hamburg, aber da warst du noch nicht da. Wäre ich sehr gerne an deinen Ken Bessing-Stand gekommen, denn meine Geburtstagsfeier, oder nicht meine, sondern von einem Freund, die ging erst um 15 Uhr los und ich war schon bei den Kindern in Hamburg. Also ich hätte wunderbar machen können, aber das kriegen wir vielleicht auch noch mal hin in den Das kriegen wir hin. Wahl, dass ich dich da unterstütze. Ich mache das ja gerne. Ich stehe ja liebend gern auf der Straße. Meine Eltern fanden das immer abartig, dass ich da auf der Straße stehe. Aber mir macht das nichts, ich mache das gern. Und die Themen sind überall mehr oder weniger die gleichen. Und die Hamburger Verhältnisse kenne ich nun ja auch ganz gut durch meine lange Zeit im norddeutschen Raum und auch in Hamburg. Ich beobachte das ganz genau. Ich freue mich sehr. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir haben ja gelernt, irgendwie Online-Veranstaltungen so ungefähr eine Dreiviertelstunde so und dann lässt die Aufmerksamkeitsspanne nach. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir das schaffen, dass wir uns nochmal in Live und Präsenz am Stand und auf einen Kaffee danach. Also mit mir geht Kaffee immer. Sehr gut. Ja auch. Genau. Ich glaube, wir sehen uns aber spätestens beim Bundesvorstand und zum Bundesdelegiertentag in Berlin. Ich bin Richtig. da vorher schon da. Genau, ich darf da ja ein bisschen moderieren in diesem Jahr. Ich bin mal ganz gespannt, wie das Format dann ist. Da gucken wir Das nochmal. guckst du auch am Abend vorher schon, ne? Ja, da bin ich nämlich da und am Tag selber bin ich nämlich eigentlich auch, die wollen nicht so viele da haben, pandemiebedingt. Das läuft ja hauptsächlich digital, aber du als Moderatorin bist da zugelassen, aber ich schon gar nicht mehr. Wir gucken das mal, aber in jedem Fall sind wir beide zusammen in Berlin und dann können wir das. Genau, da geht's, ja, genau, freue ich mich drauf. An der Stelle ein herzliches Dankeschön auch an alle anderen, die jetzt zugeschaut haben, ob hier oder auf Facebook. Und nochmal herzlichen Dank, Elisabeth, für deine Zeit. Liebe Grüße an deinen Mann. Ich verfolge auch auf Facebook, der ist ja auch auf Facebook sehr aktiv, was der so tut und sich so tummelt. Das ist ja dem, was meiner macht, ein bisschen ähnlich. Deswegen gucke ich das immer Sehr mit gut, das einem, kann ich Ihnen sagen. Ja, das ist. ja, mit einem ganz lutherischen Auge gucke ich, was er so tut und Sehr gut. freue mich daran sehr. Einen herzlichen Gruß und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald sehen. Super, super. Vielen Dank. Auch an alle anderen. Einen Tschüss. zauberhaften Abend. Ja, Tschüss. ich dir auch. Tschüss, tschüss.